Die Vorratsdatenspeicherung galt vielen bisher als Allheilmittel, um Verbrechen zu bekämpfen. Doch Europas oberste Richter haben heute jede Menge Gift in die angebliche Medizin geschüttet und sie in ihrer jetzigen Form gestoppt. Dass unsere Telefon- und Internetverbindungen in diesem Ausmaß gespeichert werden können, gebe ein ständiges Gefühl der Überwachung und sei ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Wie sehr dieses Konservieren der Daten unser Leben bis ins Innerste durchleuchtet, kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen. Ein Mann, der genau das wissen wollte, klagte gegen die Telekom, bekam die für ein halbes Jahr gesammelten Daten zu seiner Person und veröffentlichte sie. Sein persönliches Bewegungsprofil zeigt, wenn man will, dann kann man alle Details aus dem Leben dieses Mannes erfahren. Stefan Eppmeier und Christine Joachim berichten. Daten auf Vorrat gespeichert. So sehen sie aus. Auf den ersten Blick völlig harmlos, doch anders aufbereitet, auf einer Karte, füllen sie sich plötzlich mit Leben. Der Grünen-Politiker Malte Spitz hat dieses Experiment gewagt. Er hat seine Vorratsdatenkammer geöffnet und die Daten zusammen mit Zeit Online ins Netz gestellt. Diese Daten zeigen, wo er arbeitet, wann er arbeitet, wo er wohnt, sogar wann er schläft. Selbst mit wem er über das Internet telefoniert, alles gespeichert. Ich wollte letztendlich aufklären, ich wollte den Menschen zeigen, es geht da nicht um irgendwas Abstraktes, sondern es geht um die Überwachung, über die Speicherung von allen Daten über uns. Und aus dem Grund habe ich gesagt, will ich dieses halbe Jahr über mich publik machen, um aufzuzeigen, was eigentlich Vorratsdatenspeicherung ist. Zum Beispiel am 31. August 2009, Dienstreise von Berlin nach Erlangen. 21 Stunden online, 27 Telefonate, 63 SMS. Wann, mit wem und wo, jede Bewegung, alles gespeichert, auf Vorrat. 6 Monate aus dem Leben von Malte Spitz sind so zurückverfolgbar. Von Ende August 2009 bis Februar 2010 lief sein Experiment. Zwar wurden nur Verbindungsdaten aufbewahrt, also keine Inhalte, aber für Spitz trotzdem zu viel. Einfach ein völlig unverhältnismäßiges Instrument. Ich halte es für einen absoluten Wahnsinn, solche Daten für ein halbes Jahr oder sogar in anderen EU-Staaten für 2 Jahre lang ohne jeglichen Grund vorzuhalten. Die Vorratsdatenkarte von Malte Spitz zeigt, Daten sind nicht einfach nur Daten, sie zeigen unser Leben. Daten in diesem Ausmaß auf Vorrat zu speichern, das war in Deutschland möglich nur bis ins Jahr 2010, bis das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das deutsche Gesetz zum Speichern von Daten ohne Anlass für nichtig erklärte. Seitdem pochte Brüssel auf ein neues deutsches Gesetz, das eine Vorratsdatenspeicherung regelt. Doch auch diese Vorgabe aus Brüssel ist seit heute Geschichte. Denn der Europäische Gerichtshof erklärte sie für ungültig. Zum zweiten Mal hat damit also ein oberstes Gericht der Politik auf die Finger gehauen. Jetzt müssen sich alle wieder neue Gedanken machen, wer künftig wann welche Daten in welchem Maß speichern darf. Frank Bräutigam über das europäische Urteil und dessen Botschaft an die deutsche Politik. Meine Güte! Jawohl. Ein Feiertag ist das heute für die Gruppen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wie hier in Bielefeld. Bundesweit ist die Protestbewegung seit Jahren für mehr Datenschutz aktiv, hatte auch das Gerichtsverfahren in Luxemburg begleitet. Ich denke, es ist so ein wichtiges Thema, dass man gar nicht genügend Stunden investieren kann und schon gar nicht zu viel Stunden. Es ist einfach die Erleichterung groß, dass wir vom Überwachungsstaat doch eine ganze Ecke wieder weggekommen sind. Überwachungsstaat für die einen, zentrales Mittel zur Verbrechensbekämpfung für die anderen, die Vorratsdatenspeicherung. Wer telefoniert mit wem? Wann ist man im Internet unterwegs? Wer schickt wem eine Mail? Diese Verbindungsdaten, nicht deren Inhalte, werden von privaten Unternehmen komplett gespeichert. In einem zweiten Schritt können dann Sicherheitsbehörden zur Aufklärung von Straftaten auf die Daten zugreifen. Alle Staaten der EU sollten dies per Gesetz einführen, so wollte es eine EU-Richtlinie. Für Kritiker aber ein Verstoß gegen die europäischen Grundrechte. Deren Hüter sitzen in Luxemburg beim Europäischen Gerichtshof. Die Vorratsdatenspeicherung könne beim Bürger das Gefühl ständiger Überwachung hervorrufen, so die Richter heute. Ihr Votum, die Richtlinie ist ungültig. Das Ziel, mit dem Zugriff auf die Daten Kriminalität zu bekämpfen, sei zwar grundsätzlich okay, aber man müsse sich dabei auf das absolut Notwendige beschränken. Die Kritik des EuGH unter anderem: Die Richtlinie schränke den Zugriff der Behörden auf die gespeicherten Daten zu wenig ein. Die Speicherdauer sei nicht auf ein absolutes Minimum begrenzt. Die Missbrauchsgefahr der Daten werde nicht berücksichtigt.
Außerdem sei nicht sicher, dass die Daten nur auf Servern in der EU gespeichert würden. Ist das nun das Aus für die europäische Vorratsdatenspeicherung? Die zuständige EU-Kommissarin ließ heute nur über ihren Sprecher verbreiten, man werde das Urteil prüfen. Für Deutschland entfällt jetzt die Pflicht, die umstrittene Speicherung per Gesetz einzuführen. Es gibt keine Richtlinie mehr, die wir umsetzen müssen. Es drohen keine Vertragsstrafen mehr. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt schnell ein neues Gesetz vorzulegen. Das alte deutsche Gesetz hatte Karlsruhe nach einer Massenklage 2010 gekippt, trotz vieler Proteste den Weg zu einer Neuregelung mit hohen Hürden aber nicht völlig verbaut. Die politische Diskussion geht also weiter. Meine Position wird dabei die sein, ich dränge auf eine rasche, kluge, verfassungsgemäße und mehrheitsfähige Neuregelung. Beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung wird der Minister da wohl kaum auf Gegenliebe stoßen. Hier bereiten sie ihren Oscar gegen Überwachung vor, die sogenannten Big Brother Awards. Preisverleihung kommenden Freitag.